So, hallo. Die Aufnahme läuft. Wir machen weiter bei Super Mario Maker 2. Das geht so schnell über dieses Game Capture Dings. Es ist. Ah. Es ist unglaublich. So schnell, dass wir erstmal ein Update durchführen. Ich weiß gar nicht. Und geht die Aufnahme jetzt einfach weiter? Nachdem es abgebrochen wurde? Wir probieren das einfach mal aus. Ich mache den Part jetzt mal nicht zu lange, falls mir der flöten geht. Aber der hat natürlich gerade die Switch ausgeschaltet und wieder eingeschaltet. Aber die Zeit läuft hier jetzt weiter in dem Game Capture. Ich würde es einfach mal laufen lassen. Ich weiß es nicht. Interessant auf jeden Fall. So. Ja. Und das Ding ist ja, jetzt dürfte ich ja keine Synchronitätsprobleme mehr haben. Das wäre jetzt ja was, wo OBS sich genau in dem Moment wieder verstellt hätte. Aber er übernimmt ja hier, er nimmt es ja direkt von der Quelle auf. Also das scheint ja zu funktionieren. Wir werden sehen. Keine Ahnung. Was hast du für mich? Das interessiert mich. Okay, da ist nichts. Bei Neuigkeiten ist nichts. Alles andere interessiert mich nicht. Wobei, was haben wir als letzte Errungenschaften? 11 Stempel. Ach so, ja, das haben wir. Das haben wir. Ja, wow. Toll. 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 Supi. Großartig. Spannend. Okay, ja, wir machen einfach weiter mit unserer Sternliste, dass wir da wieder aufschieben. Ich wollte natürlich eigentlich jetzt heute mit Dani aufnehmen. Na, wir haben ja noch die graue Eminenz fortzuführen. Aber es ist nicht meine Schuld. Dani hat geschrieben, sein Internet geht nicht. Und da kommt morgen dann der Techniker. Ja, und ohne Internet kann er nicht mit dabei sein. Und ich will natürlich, dass er mit dabei ist. Insofern verschiebt sich das noch ein bisschen. Ich kenne halt das Lied nicht. Und wenn es nur ein Musiklevel ist. Ah, es ist nicht nur ein Musiklevel. Bei 5% kann es nicht nur ein Musiklevel sein. Dann können wir auch mal. Auch mal das richtig spielen. Also es ist ein Musiklevel, aber ne, ist nicht nur Musik hören Level. Ich rede zu schnell. I'm sorry. Ich bin schon wieder super. Eigentlich habe ich gar keine richtige Zeit. Eigentlich hätte ich jetzt halt den Hack mit. Ja moin. Eigentlich hätte ich den Hack mit Dani jetzt aufgenommen. Dafür hätte ich jetzt mir schon die Zeit genommen. Jetzt muss ich halt Mario Maker aufnehmen. Aber Hauptsache ihr bekommt Parts. Was? Warum ist da? Da ist ein Sprung, ja, aber der Sprung haut nicht hin. Muss ich da kurz anhalten? Weil normalerweise war es bisher so, dass man nie anhalten musste bei seinen Leveln. Und so wie ich da reinspringe, funktioniert es nicht. Also das sehe ich auch. Ich halte einfach kurz an. Warum nicht? Ach so. Das hätte ich mir auch denken können, dass das da nicht durchpasst. Also dann hüpfen wir halt kurz drüber. Ja. Aber das hat jetzt halt die Musik komplett verhaut, ne? Ich hoffe, der Rest funktioniert. Hä? Auch da war jetzt kein Sprung. Hä? Da ist ein Block in dem. Ich versteh's. Ich hab's nicht getroffen. Ja. Da ist ein Block drin und da dann genauso. Ja, jetzt. Mein Gott, einmal nachdenken. Und dann passt das Lied nämlich auch wieder. Okay. So, zack. Da ist ein Pfeil nach unten, kein Sprungpfeil. Also es ist halt echt, es sind halt echt schöne Level, die er so baut. Ne? Das muss man einfach sagen. Unter der Wolke wahrscheinlich erst hoch. Wahrscheinlich erst unter der Wolke hoch.
habe übrigens kein einziges von den Mario und Luigi Teilen gespielt. Ich habe so viele RPGs von Nintendo nicht gespielt. Na, also die Paper Mario Reihe sind ja eigentlich auch alles RPGs. Also das, was ich bisher gesehen habe, ich habe jetzt gesehen, die Legende vom Äonentor und Dingens, das aktuelle halt. Das hat beides Hübi gespielt. Das sieht schon super cool aus. Also Paper Mario Reihe. Jo, ich dachte, das haut nicht hin. Ich war unsicher. Es ist echt krass, was Nintendo sich da für Ideen ausgedacht hat. Und vor allem wirken die Spiele natürlich deutlich. Ich will nicht jetzt direkt sagen anspruchsvoller, aber so ein. Also auf jeden Fall erwachsener als normale. Normale Nintendo-Spiele, normale Mario-Spiele jetzt zum Beispiel. Oh Gott, was ist das? 0,96%. Double Arrow ist gleich Long Jump. Team Checkpoint. Reupload from Reupload 2. Ich glaube, dann haben wir das uns schon mal angeguckt. Und werden das nicht schaffen, aber wir gucken mal rein. Wir gucken mal rein. Nur ganz kurz. Nur ganz kurz. Jo, ich weiß jetzt schon nicht, wie ich das. Ach doch, ein Weitsprung, ne? Zwei Pfeile sind Long Jump. Er hat's ja gesagt. Guten Morgen. Und nü? Oh, no. Nani? Das hat nicht hingehauen. Also das explodiert, das. Aber wie komme ich dann? Wie komme ich dann weiter? So! Oh mein Gott, wir haben was erreicht. Okay. Das war nicht, was ich wollte. Jetzt komme ich da nicht mehr ran. Ich muss die bestimmt zum Explodieren bringen. Okay, da drüben kann ich einen Long Jump hinsetzen. Aber jetzt ist halt der blaue, ne? Das ist jetzt, es muss andersrum sein, irgendwie. Jetzt brauche ich nichts mehr machen hier. Okay. Okay, also aktuell können wir ein bisschen was können wir uns angucken vom Level. Ein bisschen was können wir uns angucken. So, das funktioniert ja schon mal easy peasy. So, jetzt. Wie löse ich das da aus? An der Seite. Vor allem jetzt den nochmal auslösen, würde ja gar nichts nützen. Ich wollte mich halt da runterrollen. Ah! Verstanden! Richtig, ich wollte mich runterrollen und es ist vorne ein Long Jump geworden und das war der Fehler. Ah, Mist. Okay, wir kommen ein Stückchen voran. Wie war der Weltrekord? Oh, Schande, ist das lang. Ah, das werde ich nicht hinkriegen. Aber ein bisschen was können wir uns vom Level auf jeden Fall angucken. So, rollen. Ich hoffe, hier ist kein Stress. Oh, natürlich ist da Stress. Okay, nice. Checkpoint. Checkpoint! Cool! Wir haben den ersten Checkpoint erreicht. So. Muss ich da runter? Das ist nur für ein Leben. Das ist nur für ein Leben. Aber ich sehe jetzt, was da drüben ist. Das ist ja auch was wert. Ah. Okay, das war nicht so gut. Also gleich wieder runter. Hier rüber. Okay, dann da an die Wand.
Ich mag ja die Indikatoren. Die Indikatoren sind super hilfreich. Ich wüsste sonst überhaupt nicht, was abgeht. Nee, 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 nee. Ich wüsste ja sonst überhaupt nicht, was hier abgeht. So. So, und da rein. Und da rein. Und da rein. Vertikale Röhren. I love it. Okay. Und wenn ich das richtig sehe, ist der Swamp da drüben dann dafür da, um immer wieder einen P-Switch auszulösen. Sobald der einmal ausgelöst ist, da das Ding da rechts, ne? Links von mir. Da könnten dann immer wieder P-Switches rauskommen, sobald der einmal ausgelöst ist. Und dann wäre das ein Dauer-P-Switch-Auslös-Dings. Mal gucken, was passiert. Oh, hier passieren auch Dinge. Aber das geht auch erst los, sobald ich den dann auf auslöse. So, jetzt bewegt er sich. Das ist wahrscheinlich irgendein... Keine Ahnung, was ich hier tun will. Schlüssel, okay. Ach, und das darf wahrscheinlich nicht passieren, weil jetzt löst er den dauerhaft aus und ich komme nicht mehr hier durch. Ich verstehe. Also eigentlich hätte ich den jetzt noch kaputt gemacht. Okay, okay, kriegen wir hin. Ich verstehe das Konzept. Ich verstehe das Konzept. Ich darf den P-Switch nicht auslösen lassen. Deswegen sind da auch die Farbblöcke, die das sozusagen timen, die ganze Geschichte. Okay, cool. Soweit ist das doch ganz cool. Ich hoffe, wenn es nicht noch schlimmer wird, oh, werden wir sehen. Zack. Ja. Das war nix. Das hat nicht hingehauen. Oh, zack. Wow. Zack. Es könnte dann auch mal passieren, dass jetzt mal einen Tag lang mal wieder nichts kommt, wenn ich nicht schaffe, noch einen Part hier nach dem hier aufzunehmen. Ne? Ihr wisst Bescheid. So, da haben wir den Schlüssel. Jetzt muss ich das zweimal hier rübersetzen noch. Und dann ist der Kollege hier. Nein! Nein! Oh, gerade so. Gerade so. Puh. Gib mir noch einen Checkpoint. Gib mir dafür einen Checkpoint. Bitte. Yes! Oh, guter. Guter Vicaris. Oder Kaplan. Wie auch immer. Okay. Long Jump. Ach, und dann nochmal. Ah. Also. Long Jump. Komm wieder hoch. Long Jump. Und nü. Also angenommen, ich hätte es jetzt noch ausgelöst. Könnte ich jetzt da dran irgendwie ran. Und dann darüber. Okay, also das muss ich anders timen. Nach dem zweiten Long Jump muss ich runter. Long Jump 1. Nein, nicht jetzt schon. Ja. Genau, das war der Fehler. Wobei, reicht nicht ein Block? Müssen beide dahin? Ja, aber mit zweien ist es wahrscheinlich einfacher. Wir probieren es mit zweien. Also Long Jump. Nein. Na. Das war nix. Also Long Jump. Rüber. Rüber. Ach, okay. Wenn er jetzt eh ausgelöst ist, muss ich es auch so probieren können. Ja, ja. Ah, okay, okay, okay. Also es würde auch gehen mit einem. Notfalls würde es gehen mit einem. Also, Long Jump rüber. Ach so, ich kann ja direkt noch einen nachsetzen. Ja, na klar. Ich muss ja nicht warten, bis die Pflanze wieder hochkommt. Das war der Quatsch. So, jetzt ist... Okay. Und dann da ein bisschen schneller, dass ich da hochkomme. I see. Also, Long Jump, zack, rüber. Egal, wir können es auch so probieren. Zack, zack, zack. Ja, perfekt. Okay, und jetzt Long Jump. Jetzt weiß ich nicht, was hier alles los ist. Stampfattacke.
Was genau macht er hier? Ah, verstanden. Oh nein. Oh nein. Oh no. Oh no. Ja. Okay, verstanden, was er macht. Verstanden. Also, zack. Und nochmal. Und jetzt wird er ausgelöst. Jetzt habe ich die bessere Ausgangsposition für die Plattformen. Ja, easy. So, dann machen wir hier runter. Zack. Gehen von hier aus hier drauf. Und lösen jetzt. Vielleicht mit einem Long Jump besser. Den On-Off aus. Okay. Nein, nein, ja, egal. Geht auch so. So. Zack. Dann so wahrscheinlich. Und dann so. Hi. Da hat der Swamp mal guten Tag gesagt. So. Neuer Versuch. Weiter, weiter, weiter. Okay. Und da unten einfach ein bisschen... Ach so. Ach so, da darf ich nicht runter. Ah, dann muss ich mir noch was überlegen. Dann fehlt mir noch der Weg, um nachher den On-Off auszulösen. Da fehlt mir noch was gedanklich. Ach so. Ja, ich verstehe. Nee, ich verstehe nicht. Na, super. Weil hier drüben ist ein On-Off. Ah. Hast du damit was zu tun, Kollege? Also, zack. So. Das war nicht so gut. Das auch nicht. Da muss ich doch dahinter kommen, wie das funktioniert. Aber ich glaube, wenn wir das rauskriegen, haben wir es. So. Und zack. So. Den will ich auslösen. Und jetzt kommt der an. Und schiebt die alle da runter. Wow, 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 wow. Das war nicht, was ich wollte. Ich dachte, vielleicht kann ich dann auf dem da unten entlang fahren oder so. Aber das scheint mir auch noch nicht die Lösung zu sein. Ich meine, hier kann ich ja hin, aber jetzt müsste es sozusagen irgendwie nochmal der On-Off ausgelöst werden. Und der Moment fehlt mir hier. Ah, deswegen ist das ein Fallschirm. Verstanden. Ja, deswegen ist das hier ein Fallschirm. Wenn der runterfährt, löst er da unten den On-Off nochmal aus. Nein. Oh no. Oh no. Ja, das war's. Ja. Also wenn beide Blöcke weg sind, geht's natürlich nicht mehr. Und hopp. Und hopp. Und hopp.
Wow, da sind wir schon lange nicht mehr dran gestorben. Aber das Level macht mega Spaß. Bin super froh, dass ich das angefangen habe. Ich hatte ein bisschen Angst vor der Clear Weight. Aber das ist mega spaßig bisher. Weil man auch... Es ist eine Mischung zwischen überlegen und sich nicht ganz so doof anstellen. Ah, ich wollte nicht. 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 Ich habe doch schon festgestellt, wie es geht. Ah, wieso kann ich denn nicht warten? So. Zack. Jetzt lösen wir den hier aus und lassen den wieder runterkommen. Ja. Da kam er zwar wieder, aber der andere Block war zu schnell weg. Nein. Okay. Das könnte... Okay, es reicht. Vielleicht war... Ach so. Wir warten erstmal so auf den, genau. Und jetzt holen wir den runter. Und jetzt sehen wir ja, wann der kommt. Nein, jetzt ist er auf dem anderen Swamp gelandet. Das war nicht ganz, was ich wollte. Der ist jetzt ja komplett im Weg. Kannst du mal darüber fahren? Dankeschön. Jo! Das war's! Ja, wie nice! Oh mein Gott, ich habe die Box da oben gesehen. Die würde zu einer Münze und ein paar Leben führen. Das hat man vorhin oben links mal im Bildschirm gesehen. Ich wollte jetzt einfach ins Ziel. Bevor ich noch Quatsch mache. Wie nice! Wie absolut nice war dieses Level, bitte. Großer Fan. Großer Fan. Damit schließen wir den Part ab. Danke fürs Zuschauen. Ich gucke jetzt nach, ob der ordentlich aufgenommen hat. Ansonsten werde ich das Level im nächsten Part auf jeden Fall nochmal zeigen. Weil das ist... Also ich finde es großartig. Wirklich. Sehr, sehr schönes Level, Kapalu. Sehr, sehr schönes Level. Und tschüss.